Hi, Sascha von netbooknews.de hier und ich packe gerade meine Sachen für die CES in Las Vegas. Ich fliege übermorgen am Samstag los und bleibe dann 6,5 Tage. Wird eine super stressige Woche. Ich habe immer mal wieder Anfragen bekommen, Sascha, was nutzt du eigentlich zum Bloggen und was nutzt du generell für Gadgets jeden Tag? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich packe euch alles mal zusammen, damit ihr einfach sehen könnt, wie womit wir die Seite betreiben und was ich dieses Jahr ganz einfach so nutze, wenn ich auf eine Messe gehe und ja, versuche den Showfloor zu rocken auf so einer Geschichte wie der CES. Als erstes ist es übrigens die Canon-Kamera, die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber eine Batterie habe ich dann davon oder einen Akku habe ich noch davon. Ich nutze eine Canon Vixia, ich weiß, der Name ist ein bisschen lustig in Deutsch. HF210 heißt die, glaube ich. Hat einen externen Mikrofoneingang und macht 1080p-Videos. Ganz wunderbar, ist schon 3 Jahre alt. Und ich hoffe, die wird noch 3 Jahre alt werden, denn ich liebe das Teil super kompakt, schön klein und knackig. Und ja, komme da super mit klar. Die hängt jetzt hier gerade auf dem Tripod drauf. Ansonsten, was ich brauche für den Flug, ich kann nicht ohne. Das sind diese Bose Quiet Comfort 15 Headphones oder Headsets. Ganz einfach, die haben dieses Noise-Canceling-System. Ja, wenn du die anschmeißt, dann könnt ihr einfach, es filtert so eine ganze Menge von den Umgebungsgeräuschen raus. Es filtert nicht, es haut, glaube ich, irgendwie so eine bestimmte Frequenz euch auf die Ohrmuscheln, damit ihr die Sachen nicht hört. Also ohne das Ding steige ich nicht mehr in ein Flugzeug rein. Ich habe die jetzt etwa 1,5 Jahre und ich will sie einfach nicht mehr missen. Also Bose, wenn ihr in Deutschland oder in Boston das seht und ihr wollt uns unterstützen, dann bitte Lautsprecher, Headphones fürs ganze Team und wir werden euch immer dankbar sein. Das nächste, worauf ich überhaupt nicht verzichten kann, ist Monster Cable. Das ist ja diese Steckerleiste, die Stecker für Taiwan und für die USA ganz einfach am Start haben mit diesem tollen Design, dass ich das Kabel drumherum wickeln kann. Plus, ich habe hier nochmal USB mit dabei, auch ohne dieses Ding kann ich ganz einfach nicht losstarten. Ich brauche das, ich muss viele Geräte laden, wie ihr sehen könnt. Und ja, wenn ich das nicht dabei habe oder diese Steckerleiste nicht dabei habe, dann habe ich ein Problem. Nutze ich jetzt wirklich seit 4 Jahren und mir kommt nichts anderes in den Rucksack rein. Ohne das Gerät kann ich nicht auf Reisen gehen, bin aufgeschmissen. Und Monster Cable bei euch gilt das gleiche wie mit dem Bose Headset. Wenn ihr welche noch davon habt, dann bitte her damit. Hier haben wir die Sony PlayStation Vita, damit ich auf dem Flug ein bisschen daddeln kann und vor allen Dingen noch in Vegas auf dem Showfloor allen so ein bisschen zeigen kann, wie die schnellste Mobile Computing Konsole der Welt, nicht nur Konsole, sondern die schnellste Mobile Computing Plattform überhaupt aussieht. Quad Core Cortex A9, Quad Core Power VR, GPU. Das Ding ist ein reines Biest und ich habe so 4, 5 Spiele dabei und eine ganze Menge von meinen US-Tech-Blogger-Kollegen warten schon darauf, sich die Kiste angucken zu können und ein paar Videos zu drehen. Ich habe es echt eine ganze Menge Leuten versprochen und da halte ich mich natürlich dran. Wie sieht es mit Smartphones aus? Samsung Galaxy S2, das ist mein Hauptsmartphone, was ich nutzen werde. Übrigens, das gesamte Team wird dieses Jahr den Google Plus Messenger nutzen. Da haben wir dann ganz einfach unseren eigenen Chatroom. Das nutzen wir als Group Messenger, um uns zu verständigen unterwegs oder während wir unterwegs sind. Und ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ohne die Kiste geht auch ungefähr gar nichts. Während ich jetzt noch ein bisschen weiter erzähle, ich möchte ganz schnell in den Hintergrund gehen, weil ich habe noch ein Gadget für euch. Das muss ich jetzt erstmal hier aus der Tasche holen. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, Pause zu drücken, sondern friemel das jetzt erstmal irgendwie raus. So. Und zwar habe ich in meinem Portemonnaie noch was ganz Wichtiges. Ohne das geht es auch nicht. Das übliche Geraffel wie Bankkarten, auch eine aus dem Amiland und meine lustigen Vielfliegerkarten von den diversen Fluggesellschaften, damit ich auch in die Lounges reinkomme. Und das Gerät. Vielen, vielen Dank an meinen alten Kollegen aus Waltrop, Jan Oecker. Der hat mir diese Karte vor,
glaube, so anderthalb oder 2 Jahren mal geschenkt. Und ohne die geht auch gar nichts mehr. Weil hier habe ich alle möglichen SIM-Karten drin. Hier sind 2 deutsche SIM-Karten, hier ist eine spanische SIM-Karte, die ich für Mobile World Congress nutze. Die Deutschen sind übrigens von Vodafone gesponsert. Die sind seit über 3 Jahren Sponsor von mir. Vielen, vielen Dank ans Vodafone-Team. Ohne euch wäre das echt für mich ein Problem, UMTS zu haben in Deutschland. Und hier ist meine US-SIM-Karte von T-Mobile. Ich habe auch noch einen Vertrag in Staaten, damit ich ganz einfach überall Internet habe, weil ohne Internet es gibt ein Problem. Und ja, wie gesagt, das Schöne ist an der Sache, ich kann das hier so reinpacken und das seht ihr, hat die gleiche Größe wie zum Beispiel hier meine ID-Karte aus Taiwan mit auch einem lustigen Haarschnitt. Sensationell, weil Mütze konnte ich da leider nicht tragen. Böse Falle, ich sag's euch. Juti, das haben wir auch durch. Zweites Telefon habe ich noch hier am Start. Und zwar ist es das Nokia N9 mit Migros. Da ging gerade das Telefon los, aber das soll uns jetzt nicht stören. Deswegen mache ich einfach ganz kurz weiter. Nokia N9 mit Migros. Ganz einfach, damit ich hier ein Backup für das S2 habe. Und ja, ganz einfach, weil das auch ziemlich cool ist, ein Migros-Telefon zu haben und mal raus und den Kollegen zu zeigen, die alle mit Android und iOS und vielleicht Windows Phone 7 rumlaufen. Ich habe noch eins mit Migros und das ist verdammt nochmal ein klasse Gerät. Wenn es um Kamera geht, dann habe ich eine Sony NEX5. Ganz einfach, weil das Ding super kompakt ist. Es hat hier auch noch so ein kleines Teleobjektiv dabei. Ich kann damit Videos machen. Und ja, ich liebe die Kiste. Super verarbeitet, leicht und trotzdem sensationell gute Bilder. Und falls ich nochmal Videos drehen muss, dann kann ich die auch dafür nutzen. Als Tablet habe ich dabei das Samsung Galaxy Tab 8.9. Ganz einfach, weil es der beste Kompromiss ist zwischen 7-Inch und einem 10.1-Inch. Ich brauche was sehr Kompaktes, was sehr Mobiles, möchte aber trotzdem nicht auf eine hohe Bildschirmauflösung verzichten. Also 1280x800 ist hier die Auflösung drauf. Und ja, von daher geht die Kiste mit mir mit und hilft mir ganz einfach, News zu lesen, Twitter zu nutzen. Und außerdem habe ich jetzt auch noch diese schöne Tasche. Und das gefällt mir richtig gut. Falls mal mein Notebook ausfallen sollte, habe ich noch ein Asus IPC 1015BX mit der AMD Fusion C60 Plattform. Da könnt ihr die Kiste sehen, ist noch ganz frisch, wurde noch nicht eingesetzt. Erlebt seine erste Show, ja, und hat mit dem 56 Wattstunden Akku so etwa 7 bis 8 Stunden Akkulaufzeit. Ja, falls mal alle Stricke reißen, das ist mir schon mal passiert, dann habe ich hier ganz einfach ein Backup und werde bloggen mit einem Netbook. Und dann last but not least hier Sony VAIO-Z, das beste Notebook, was ihr für Geld kaufen könnt. Das sagt zwar andauernd immer wieder Apple, nur das ist nicht so. Ich brauche einen 13-Incher mit einer Auflösung von 1080p, also diesem 13.1-Incher, also 1920x1080 ist die Auflösung, plus Centibridge habe ich hier. Und warum? Ganz einfach, ich nutze Cyberlink Power Director, um unsere Videos zu machen. Und um euch noch einfach mal zu zeigen, wie das abgeht. Hier, das ist jetzt ein 1080p 13-Mbit-Video, was ich jetzt mal eben kurz hier rendere, aus Spaß an der Freude oder auch nicht. Naja, das wird mit dem Rendern wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, ich die SD-Karte mit dem. Oh nee, da könnt ihr es sehen, da geht er los. Und jetzt guckt euch das mal an hier. Also, das ist ein bisschen schneller als Echtzeit und ich fahre hier noch nicht mal im High-Performance-Mode, sondern im Balance. Wenn ich auf High Performance gehe, dann haue ich so ein 7-Minuten-Video in 3,5 Minuten durch in 13 Mbit und in einer wirklich edel Qualität. Und ja, Sandybridge hat ganz einfach diese Performance Plus. Dual SSD 256 Gigabyte, 850 MB die Sekunde liest die und 550 irgendwas schreibt sie. Hintergrund beleuchtetes Keyboard. Warum es jetzt auf einmal nicht hintergrundbeleuchtet ist, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Das kann natürlich daran liegen, dass hier ein bisschen viel Licht ist. Und ansonsten hat es noch einen zusätzlichen Akku, wie ihr sehen könnt. Ohne diesen Akku ist es super dünn und leicht. Wie ich dann nur noch 1100 Gramm mit diesem Akku
Ja, sind es so 1400 Gramm, habe aber trotzdem über 10 Stunden Akkulaufzeit. Das beste Notebook, was ihr kaufen könnt von Sony. Ja, und das war es im Grunde genommen. Ne? Asus EPC haben wir hier, das Samsung Galaxy Tab 8.9, meine verschiedenen Telefone, die PlayStation Vita, Monster Cable, Sony NEX5 und hier mein Bose Headset. Und das ist im Grunde genommen mein mobiles Büro. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.